Stück für Stück hat sich Julia Beautics zu einer der Favoritinnen auf den Sieg bei Let's Dance entwickelt. Doch jetzt könnte die Schauspielerin mit einem Nachteil in die nächste Show gehen. Schon in wenigen Wochen ist es soweit. Das große Finale der diesjährigen Let's Dance Staffel steht an. Vor dem heutigen Viertelfinale kämpfen Julia Beautics, Timon Krause, Knossi, Anna Ermakova und Philipp Boy weiterhin um den Pokal. Wer ihn am Ende gewinnen wird, gibt es 19. Mai zu sehen. Let's Dance, Julia Beautics drohen Schmerzen. Bis dahin müssen die Stars aber noch einige Hürden überstehen. Darunter die heute Abend stattfindende Live-Show, in der die Paare nicht nur einen Einzeltanz, sondern auch eine Trio-Performance zeigen müssen. Bei dem Pensum müssen alle Beteiligten topfit sein, doch ausgerechnet jetzt könnte Julia Beautics ein Handicap dazwischen kommen. Gestern ist der TV-Star zu den Proben nach Köln gefahren und hat dafür nur ein paar Schuhe eingepackt. Das Problem: Dabei handelt es sich um nagelneue Sneaker, die Julia erst noch einlaufen muss. Die tun so weh, weil sie halt noch null eingelaufen sind, so die Blondine. Gestern ist der TV-Star zu den Proben nach Köln gefahren und hat dafür nur ein paar Schuhe eingepackt. Das Problem: Dabei handelt es sich um nagelneue Sneaker, die Julia erst noch einlaufen muss. Die tun so weh, weil sie halt noch null eingelaufen sind, so die Blondine. Julia Beautics ist aber nicht die einzige, die sich während der Let's Dance-Zeit mit körperlichen Problemen herumschlagen musste. Erst letzte Woche verletzte sich Knossi beim Training mit Isabel Edwardson an der Nase. Und auch bei Philipps Tanzpartnerin Patricia Ionel war zuletzt Alarmstimmung angesagt. Bei den Proben hatte sich der Profi ein Gelenk verzogen. Zum Glück konnte sie bei der Show am vergangenen Freitag dennoch auftreten und zog souverän in die nächste Runde ein. Genau das will Julia Beautics heute, trotz kleinem Handicap.